zweite Finaltanz, der Tango. Statt der langsamen, fließenden Bewegungen geht es nun staccato zu. Abrupte Kopfbewegungen, unerwartete Wendungen machen den Charakter dieses Tanzes aus. Manchmal gibt es eine Art Stau auf dem Parkett, da muss man dann etwas aufpassen, dass man die Kollegen nicht umtanzt. Einen spannenden Kampf gibt es hier auch um Platz 3, denn Brian Eriksson und Marianne Eihild aus Dänemark machen sich darauf ebenso Hoffnung wie die litauischen Meister Arūnas Bizukas und Edita Danjuta. Und hier sind die Dänen. Dritter, vierter, dritter. Dritter, vierter, dritter. Dritter, vierter und dritter Platz. Die offene Wertung für die Dänen ergibt 6-mal die 3 und 3-mal die 4. Seit 13 Jahren sind diese beiden schon zusammen. Sie sind 27 Jahre alt und haben schon als Teenager mit dem Tanzsport begonnen. Das Ergebnis: Gozzoli Betty weiterhin vorne, Fossoale Serasoli und Eriksson Eihild.